So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Tutorials. In dieser Folge möchte ich euch zeigen, wie man Rauchgranaten erstellt. Ich habe dazu zwei verschiedene. Sehen jetzt nicht wunderschön aus, aber das kann man über ein Texture Pack regeln. Die eine wirft man weiter weg. Und die spawnen dann dort eine ganze Weile den Rauch. Das ist vielleicht ganz gut, um. Was weiß ich, wenn da Truppen, Wachen stehen, man wirft da so schnell den Schneeball rein. Die wundern sich, warum da plötzlich so ganz viel Rauch ist. Man läuft dann einfach ganz schnell durch. Den Rauch kann man auch größer machen. Habe ich jetzt bloß in dem Fall nicht gemacht, weil mein PC ja so ein Uraltteil ist und das nicht verträgt mit zu vielen Partikeln. Die zweite Variante ist eine Ninja-Rauchbombe. Die wirft man passend zu meinem Ninja-Skin. Passt man, wirft man vor sich auf den Boden. Dann ja, kommt Rauch und man wird 20 Blöcke wegteleportiert. Genau. Ja, und wie das funktioniert, möchte ich euch jetzt zeigen. Also bei der hier muss man aufpassen, man darf sie nicht direkt unter die Füße werfen, man muss sie ein Stückchen weiter vor sich werfen, weil wenn man sie direkt unter die Füße wirft, funktioniert sie in den meisten Fällen nicht. Also man muss die ungefähr, ja, so zwei Blöcke vor sich werfen. Da funktioniert's. Ja. So. Und jetzt zeige ich euch, wie das funktioniert. Also, das ganze Konstrukt ist das. Und wir fangen hier wieder bei der Redstone Clock an. Die führt jetzt zwei Testvorbefehle aus. Ich gehe erstmal zu der Streckenrauchgranate, so nenne ich es jetzt einfach mal. Langstreckenrauchgranate. Die testet eben, ob so ein Schneeball geworfen wird. Wenn das der Fall ist, dann wird ein Hühnchen gespawnt. Ihr kennt das ja, ich habe so ein Faible für Hühnchen, dass ich immer Hühnchen benutze. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass die sowieso relativ klein sind. Das wird ein Block hier drüber teleportiert, gespawnt, ist unzerstörbar, also unsterblich und hat den Effekt Unsichtbarkeit für unendlicher Zeit drauf. Und der ist auf Ambient gestellt. Das heißt, dass die Partikel nicht ganz so sehr zu sehen sind. Das ist wie bei einem Leuchtfeuerblock dann. Zusätzlich hat er noch, hat das Hühnchen noch einen Slow-Motion-Effekt drauf, also einen Langsamkeitseffekt. Der ist einfach dafür da, dass das Hühnchen nicht ewig weit wegrennt. Das funktioniert leider nicht immer, aber meistens. Genau. Also wieder unendliche Zeit und. Ach nee. Doch. Ja, klar. Ich weiß auch nicht, warum ich das hier auf für 255 gestellt habe. Das ist jetzt gerade eine gute Frage. Naja, da habe ich einfach keine Ahnung warum. Ist auch egal. Könnt ihr auch weiter runterstellen. In dem Fall. Ach nee, ich habe so. Klar, ich habe es auf 255 gestellt, weil es der höchste Wert ist, den man eingeben kann. Und ich will es ja möglichst langsam haben, das Hühnchen. Ja, das habe ich alles vor ein paar Tagen gemacht und ich hatte bisher keine Zeit aufzunehmen. Deswegen muss ich manchmal auch selber erst noch kurz überlegen, was ich da überhaupt angestellt habe. Ja, dieses Hühnchen wird eben gespawnt. Und dann wird das Hühnchen eben zum Schneeball hin teleportiert. Das kennen wir ja schon von diversen anderen Sachen. Ähnlich zumindest. Und zum Beispiel von meinem Boss-Tutorial. Dann gibt es jetzt eine Abzweigung. Zum einen wird nach so einer gewissen Zeit das Hühnchen getötet. Und zum anderen haben wir hier eine kleine. Nenne das Teil immer Batterie, also das speichert immer das Signal. Das Besondere an der Batterie ist eben, dass sie sich selbst resettet. Und zwar wird dann hier, wenn hier ein Redstone-Signal reinkommt, dann geht die Lampe dort aus, die hier an. Dann ist sozusagen das Signal hier gespeichert. Dann geht hier das Signal weiter. Und wenn das dann hier auftritt, trifft, dann wird das Signal von hier nach hier wieder umgeleitet und ist dann hier wieder gespeichert. Genau, dieses Signal führt zu einer Trichterglock. Und eine Trichterglocke hat es ja an sich, wenn ein gepowertes Signal auf sie trifft, dann
gibt ein trichterter Signal nicht weiter und deswegen habe ich mir das hier zunutze gemacht, weil wenn das angeschaltete Signal auf der Seite ist, dann ist das hier ausgeschaltet und dann läuft ja auch die Glock. Und zwar habe ich das die Zeit so getimt, dass es genau fünfmal durchläuft. Zumindest ist es bei mir fünfmal. Und ja, dann wird eben wieder ein Partikeleffekt gespawnt, wie bei meinem Footstep Tutorial. Und genau, das ist der Partikel ist Large Smoke. Der wird direkt zum Hühnchen teleportiert mit einem Radius von 111 in jede Richtung. Und dieser Partikel ist relativ langsam. Wenn ich den auf 1 stellen würde, dann würde der wie so eine Explosion in alle Richtungen zerstäuben und das wollen wir ja in dem Fall nicht. Wir wollen ja, dass der Rauch möglichst dicht ist. Davon 500 Stück, wie schon gesagt, das kann man auch auf 1000. 10.000 ist glaube ich zu viel, da löscht er sich irgendwie gegenseitig die Partikel. Also bei Minecraft gibt es eine Grenze, was Partikel angeht, aber eine bestimmte Partikelanzahl, zumindest ist es bei mir so, werden die Partikel nicht mehr angezeigt. Das ist, denke ich mal, dafür da, um Performance zu sparen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ich glaube, 10.000 ist zu viel. Zumindest war es bei mir zu viel. Ja, genau, und die werden eben zum Hühnchen teleportiert. Also zum neuesten Hühnchen. Durch das 10-1 erkennt man das. Genau, das ist eigentlich schon der ganze Zauber bei dem Schneeball. Und jetzt kommen wir noch zum Erfahrungsflächen. Oder zur Ninja-Granate, wie ich sie nenne. Wenn man die hier wirft, sieht man ja, dass die solche Kugeln, ja, ich nenne die jetzt einfach mal so, fallen, ja, dass da die dann rauskommen. Und ja, das machen wir uns eben zunutze, weil Erfahrungskugeln zählen auch als Entity. Das heißt, man kann auch da wieder Sachen hin teleportieren. Ich habe es erst probiert, dass ich die Partikel direkt zu den Erfahrungskugeln spawne. Das funktioniert allerdings irgendwie nicht. Deswegen musste ich auch da mich wieder mit einem Hühnchen helfen. Das wird dann wieder hier hochgespawnt und hat die gleichen Effekte. Also das ist eigentlich genau der gleiche Command-Block wie der. Den habe ich auch über Copy-Paste einfach dort eingefügt. So. Als nächstes haben wir ja hier dieses XP-Orb. Und da wird das Chicken zu dem neuesten XP-Orb hin teleportiert. Dann gibt es hier wieder zwei Sachen. Zum einen wird hier hinten wieder das Hühnchen getötet. Und zum anderen das Teil hier. Diese Batterie kennen wir ja schon von dort da hinten, die habe ich hier wieder benutzt. Dieses Mal allerdings nicht im Zusammenhang einer Glock, sondern einfach damit dieses Signal eine kurze Zeit lang an ist. Ja, dann wird das wieder angeschaltet und das resettet sich dann wieder irgendwann. Und kurzzeitig eben diese Redstone-Fackel hier an. Diese geht zu diesem Partikelbefehl hier hin. Das ist wieder ein Large Smoke Befehl. Mit dem Unterschied, dass es diesmal. Ah ja, doch, 10.000 kann man doch einstellen. Ich zeige wieder mit meiner Hand auf dem Bildschirm. 10.000 kann man doch einstellen. Das habe ich hier in dem Fall gemacht. Bloß bei dem anderen. Dort würde es sich wirklich überschreiben. Einfach aus dem Grund, weil 10.000 und dann nochmal 10.000 sind schon 20.000. Das sind auf jeden Fall zu viel. Zumindest bei mir. Und es hat bei mir auch schon nach 1.000 geleckt. Deswegen habe ich das hauptsächlich gemacht. Ansonsten ist wieder alles das Gleiche, außer dass eben hier der Radius geändert wurde und hier die Anzahl. Ansonsten, das wird auch wieder zum Hühnchen hingemacht. Genau, und dann kurz danach wird dem Spieler ein Unsichtbarkeitseffekt gegeben. Einfach damit der Teleportationsvorgang ein wenig verschleiert ist. Man könnte das auch noch lösen, man könnte das auch noch den Teleportationsvorgang auch noch ein bisschen flüssiger machen, indem man hier noch einen Command-Block nimmt, den dorthin setzt, dann wieder hier so einen Repeater anschließt und dann eben einen Blindness-Effekt gibt, weil der sorgt dafür, dass das Teleportieren auch etwas flüssiger läuft. Habe ich jetzt in meinem Fall nicht gemacht, ist mir auch gerade spontan eingefallen, dass man das so machen könnte. Genau. Dann wird der Spieler 20 Blöcke in die Richtung da hinten teleportiert. Und dort wird dann auch nochmal
so ein Partikeleffekt gespawnt. Und als letztes werden die Effekte vom Spieler wieder geklärt. Ja, das war eigentlich schon der ganze Zauber auch von der Erfahrungsflasche. Wir können uns jetzt mal anschauen, wie das Ganze hier abläuft, wenn ich die Rauchgranate und so werfe. Zum einen erstmal den Schneeball. Sieht man, da hinten läuft jetzt das Ding zum Kill-Command ab. Und hier hinten, wenn das jetzt durchgelaufen ist, ja, hat man jetzt auch gerade gesehen, ich kann es mal zeigen. Hier hinten läuft jetzt ab und wenn der dort jetzt oder dort ist, dann ändert sich das wieder. Genau, jetzt nochmal zur Erfahrungsflächen. Okay, das zu zeigen wird jetzt ein bisschen schwierig sein. Ich werde einfach mal hier kurz den Teleportbefehl abkapseln. So. Damit ich euch das auch zeigen kann. So, also das Ding wird geworfen. Dort entsteht das Ding. Hier hinten läuft jetzt wieder das gleiche ab. Da hinten passiert jetzt das alles und hier hinten wird das Hühnchen getötet. Genau. Ja, jetzt wieder den Comparator hier hin. Und ja, das war es eigentlich schon von diesem Tutorial. Ich habe jetzt natürlich noch meinen Unsichtbarkeitseffekt. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, dann freut es mich und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch in irgendeiner Form geholfen und ciao.